Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hi Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Heute sind wir hier im Radio ganz alleine unter uns, nicht im Fernsehen. Im Fernsehen ist Marlene Dietrich, deswegen darf ich nicht. Und das kann ich auch gut verstehen, da ist Marlene Dietrich schon ein wenig wichtiger. Wir haben heute eine Freitemennacht und ich würde mich freuen, wenn ihr anruft oder wenn ihr Lust habt anzurufen, wenn ihr Bock habt. Egal zu welchem Thema, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Arno und Jens sind dran. Die beiden ersten heute. Hallo? Hallo Domian. Ja, habt ihr so ein Doppeltelefon? Ja, wir haben so ein tragbares Telefon. Das heißt, ich kann gleichzeitig mit euch beiden reden? Naja, ich kann ihn rüberreichen, er ist neben mir. Also doch kein Doppeltelefon. Nein, genau. Du bist jetzt Arno. Ich bin der Arno. Du bist 34 Jahre alt. Genau. Wie alt ist der Jens? Auch 34. Auch 34. Was ist euer Thema? Mein Thema ist Eifersucht, wenn mein Freund ein SMS bekommt. Also ihr seid schwul? Wir sind beide schwul. Und ihr wohnt zusammen? Ja, seit knapp einem Jahr. Und wie lange seid ihr überhaupt zusammen? Wir haben uns Anfang letztes Jahr über Ostern über das Internet kennengelernt. Mhm. Und mein Freund kommt aus Zwickau, aus dem Osten. Mhm. Und dann bin ich dann immer runter nach dem Osten gefahren, nach Zwickau. Von Detmold sind 420 Kilometer, weil ich da gemerkt habe, das ist mein Mann, ich liebe ihn sehr. Also voriges Jahr Ostern, ja? Dann könnt ihr noch gar nicht ein Jahr zusammen wohnen. Ja, knapp ein Jahr. Na gut, wollen wir jetzt nicht so pingelig sein. Nein, wollen wir nicht pingelig sein. Genau. Also ganz schnell zusammengezogen. Genau, so ganz schnell zusammengezogen, weil alles passte, weißt du. Und ich war verheiratet gewesen, bin geschieden, habe auch ein Kind und das habe ich auch meinem Freund zum Anfang gleich gesagt, wie es aussieht. Ich habe auch Schulden dadurch die ganze Scheidung gekriegt und. Ich war ziemlich am Boden, ich musste letztes Jahr viermal umziehen, weil ich das Geld nicht mehr hatte. Und war so weit schon gekommen, dass ich unter einer Bahnbrücke schlafen musste. Oh. Und da habe ich zum Schluss noch im Internet rumgeforscht, im letzten Jetbereich, bei AOL zum Beispiel, und habe da durch so Telegramme hin und her geschickt, habe ich den Jens kennengelernt. War dir denn da schon klar, dass du schwul bist? Ja, oder das war mir schon damals in der Ehe klar gewesen. Okay. Gut, dann habt ihr beiden euch also so gefunden. Ja. Und wohnt zusammen. Genau. Und jetzt bist du eifersüchtig, wenn Jens eine SMS bekommt. Ja, zum Beispiel hat sehr viele Freunde, auch Ex-Freunde von früher. Ja. Und die sind, obwohl die auseinandergegangen sind, gute Freunde nur noch geblieben. Das, das verstehe ich auch 100%. Die Freunde sollen mal beibehalten, das ist ganz klar. Aber ich habe manchmal dann, wenn eine SMS kommt, und dann sagt ihr mir, ja, das mir nicht, und sagt dann, es ist nichts, brauchst du keine Gedanken machen. Und dann merke ich irgendwie, dass in mir was hochkommt. Ob ich vertraue ihm voll und ganz. Er vertraut mir. Offensichtlich aber nicht, wenn da was hochkommt. Wenn du voll und ganz vertrauen willst, würdest du denken, na okay, Jens kriegt eine SMS, cool, okay. Ja, das ist mein Problem und ich weiß manchmal nicht, wie ich mich verhalten soll. Und dann kommt es manchmal auch zum Streit, ne? Sag bloß. Und jetzt wollen wir einfach mal den Jens fragen, ob es begründet ist. Ja, okay. Ja, hallo Domian, Jens, grüß dich. Moin Jens. Also, er ist sehr eifersüchtig, dein Arno. Ja. Besteht denn in irgendeiner Weise, hauchdünn auch nur Anlass dazu? Bitte? Ich dachte, es wäre klar genug gefragt. Besteht dazu Anlass? Nein, auf keinen Fall. Ne? Ich liebe es richtig sehr über alles. Ja. Und da steht an erster Stelle und ich würde ihn nie hergeben wollen, weil ich ihn ganz erlebe. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, trotzdem hier in einer Beziehung soll sich jeder irgendwelche gewisse Freiräume irgendwie gewähren. Ne? Klar, man darf sich ja nicht zu sehr auf der Pelle hängen. Was sind denn das für SMSen, für Simsen, die du da bekommst? Das nur, wie geht's, wie steht's, wie... Und das war's, eigentlich nur belangloses Zeug, ne? Wie steht's, ist gut, wenn ihr Schwulen euch fragt, wie steht's? Übler Scherz. Also es sind ehemalige Freunde. Ehemalige Freunde, ja. Und da läuft wirklich überhaupt gar nichts zwischen dir. Gar nichts. Das sind gute Bekannte oder Freunde von dir und es besteht gar kein Anlass für irgendein Misstrauen. Geht dir das denn nicht schon so ein bisschen dann auf die Nerven, dass Arno so... Mir geht das ganz sehr auf die Nerven, ne? Und ich würde dann meistens abblocken, ne? Ja. Aber bohr dann und ich mache eigentlich dann das Gegenteil, ne? Gibt es dann auch dann Streit zwischen euch beiden? Ja, ganz schön Streit, ne? Wegen so einem Pillepuh, ne? Ja. Ich verstehe das nicht. Ich kann mich vielleicht ein kleines bisschen reindenken. Ich meine, da hat früher oft irgendwie eine braune Masse gegriffen und verstehe ich das halt irgendwie. Aber trotzdem.
Könntest du dir vorstellen, dass wegen dieser Kleinigkeit oder wegen dieser Kleinigkeiten sogar diese Beziehung gefährdet ist? Na, manchmal schon, ne? Mhm. So, jetzt gib mir mal den Arno. Ich geb noch mal mit. Ja, Domian. Also, Arno, das ist ja ziemlich blöd, ne? Wenn, mhm, wenn er wirklich versichert, dass da ist nichts hinter und da besteht gar kein Grund, und du krallst da eifersüchtig an ihm rum, gefährdest du ja wirklich die Beziehung, die offensichtlich euch ja doch erstmal sehr gut gefallen hat bisher. Ja, klar, das ist ja auch eine wunderbare Beziehung. Ne? Mhm. Und ich sehe auch, dass es bei mir liegt, weil ich wahrscheinlich damals immer so viele negative Sachen von anderen Beziehungen gehabt habe, wo ich dadurch auch sehr viele Schulden durchbekommen habe. Na gut, aber das ist noch keine Entschuldigung dafür, dass du dich jetzt so verhältst. Du bist ein Mann von 34 Jahren. Ja, ne? Das heißt, du musst dich einfach jetzt mal ein bisschen am Riemen reißen, in den Arsch treten und... Ja, mich an weil die auch sagen, ich meine, wo wir jetzt hier von Detmold leben und wir haben da ganz wenig Freunde, höchstens zwei Leute, also zwei Heten, sag ich mal, die uns ab und zu mal kommen auf ein Bierchen und das war's. Also wir haben, sag ich mal, in den Schwulenkreis überhaupt keine Bekannten, die praktisch auch so gleich zusammengezogen sind, wo man mal zusammen mal irgendwas unternehmen kann. Ne? Also, guter Rat von meiner Seite. Ich hoffe, das ist ein guter Rat, das Arno. Mhm. Durch übersteigerte Eifersucht ist manch eine tolle und große Liebe schon wirklich penetrant kaputt gemacht worden. Mach du diesen Fehler nicht auch? Nein, das will ich nicht. Reiß dich einfach zusammen und lass dem Jens seine SMS. Ja. Das wäre nun zu schade, wenn ihr da deshalb getrennt würdet. Ja, das ist auch wirklich, dann würde ich auch sagen, dass ich kein Beziehungsmensch mehr in der Hinsicht wäre. So. Da würde ich mich total zurückziehen. Genau. Und das ist eigentlich verkehrt, weil ich genau ihn Jens über alles liebe. Auch, so. Ne? Und wenn man jemanden über alles liebt, dann muss man ihm auch eine dicke Portion Vertrauen schenken. Was meinst du denn? Soll ich mal so einen Psychologen gehen oder mal, um dieses Thema zu mal erörtern, woran es liegen könnte? Also ich würde mal Folgendes sagen. Ich bin nun nicht auch ein Freund, der sagt, nur renne mal gleich zum Psychologen. Man kann viele Sachen auch alleine hinkriegen. Ja. Versucht, mach doch mal eine Versuchsphase jetzt vor ein paar Wochen, ob du es schaffst. Ja. Wenn es überhaupt nicht geht, dann such mal vielleicht für ein paar Stunden professionelle Hilfe bei einem Therapeuten. Mhm. Aber versuch's erstmal alleine. Ja, okay, Domian. Ja, Arno. Schöne Grüße an Jens und toi euch beiden. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer, kostenfrei für euch. Und die Faxnummer auch kostenfrei für euch. Wir lassen uns ja nicht lumpen. 0800 5678 110, freie Themennacht, hier ist Radio 1 Live, eine Telefon-Talkshow, Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, könnt ihr gerne machen, egal über was. Was Privates, Persönliches, Politisches, Sex, Crime. Drugs, was auch immer. Petra, 34 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, etwas Kurioses. Etwas Sex, Crime, nichts. So etwas sehr Kurios. Ja, Kurios hören wir ja alle immer gerne. Ja. Erzähl. Aber, bisschen peinlich, aber egal. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Vor 2 Jahren Geschlechtsverkehr gehabt. Vor 2 Jahren. Mhm. Letzte Mal. Nein, nee. Danach nochmal. Kommen wir gleich drauf zurück. Okay. Und Kondom geplatzt. Ja. Kurz darauf nochmal Kondom geplatzt. Ja. Mit demselben Geschlechtspartner, wie auch immer. Ja. Und man sucht ja die Reste und man guckt ja auch und muss ja auch alles entfernt werden. Die Reste von einem Kondom? Mhm. Also, ja, natürlich. Irgendwo müssen sie ja So heftig ist das Ding explodiert. Ist zweimal explodiert. Also nicht nur so ein kleiner Riss irgendwo, sondern... Nee, wirklich explodiert. Also waren wirklich Fetzen. Kleine, lustige Fetzen. Ich wag mir ja gar nicht vorzustellen, wie es da zuging bei euch. Ja, war schwer lustig. Mhm. Und war auch hinterher sehr lustig, weil wir haben also wie so ein Puzzlespiel alles so spaßhalber zusammengesucht. Und war auch in Ordnung. Mhm. Und wir haben uns dann getrennt. Und ich bin also keine, der heute und morgen und überall wechselnden Geschlechtsverkehr hat. Mhm. Und jetzt hatte ich 2 Jahre lang keinen Geschlechtsverkehr. In der Tat. Aber in diesen... 2 Jahre nicht. Mhm. Mhm. Aber in diesen 2 Jahren ging es mir also sehr, sehr krotzelig, immer. Ja. Ich hatte Magenbeschwerden, ich habe ein Geschwür bekommen, ja. Ich habe Durchfall bekommen und. Ich bin von Hütchen nach Stöckchen, von einem Arzt zum anderen und keiner konnte mir irgendwo helfen. Also in schlechter körperlicher Konstitution. Aber in ganz sehr schlechter. Mhm. Ich hatte 62 Kilo eigentlich immer gehabt, bei einer Größe von 1,72 Meter, völlig normal. Jetzt ahne ich was. Erzähl mal weiter. Ich bin auf 48 Kilo. Ach du lieber Gott. Kein Arzt, die haben dann also auf chronische Darmentzündung und durch diesen ständigen Durchfall, die haben also geguckt und gemacht. Ja. Mein Fehler war, weiß ich also heute, ich bin also niemals zum Frauenarzt gegangen. Ja.
weil mit 18 Jahren einfach beim Frauenarzt gewesen, gucken, alles klar, gut, Pille, mhm. prima. Mhm. Und naja, und jetzt hatte ich vor kurzem, oder vor 3-4 Monaten hatte ich wieder einen Freund gehabt, mhm. und wir haben wieder Geschlechtsverkehr gehabt, auch schön ordentlich mit Kondom, mhm. und so, und überhaupt, auch alles prima in Ordnung. Nur ich mochte gerne diese normale Verhütung haben, mit gibt es blöde Sachen, muss ich jetzt so sagen, man kann dann fühlen, Gebärmutterhals etc., mhm. ob das alles so stimmt und, mhm. und. Und bei dieser Untersuchung an mir selber, mhm. habe ich dann einen kleinen komische Beule an mir entdeckt und habe gedacht, Finger, denke ich, hast also, du Geschwüre, oh Scheiße. In dir hast du das entdeckt. Richtig. Ja. Und habe schon Panik bekommen, mhm. bei meiner super originalen Untersuchung und fing dann so weit und denke, Mensch, die Beule lässt sich ja schieben. Ach. Ja, und auf einmal habe ich diese Beule in der Hand gehabt. Nein. Und habe sie dann hier seziert und es war ein Stück von diesem Kondom von über 2 Jahren. 2 Jahre war das Stück Kondom, ja, in und das dir? Genau, und das Schlimme war, genau am Gebärmuttermund. Das heißt, Gebärmuttermund geht ja auseinander, wenn man seinen Tag bekommt, mhm. oder. Mhm. Und er schließt sich wieder und genau bei diesem Schließen ist dieses Stück immer irgendwie reingezogen worden. Aber dass sich das nicht entzündet hat? Ja, ist die große Sache. Weiß ich nicht genau, ob sie das entzündet hat. Ich habe also wirklich so Beschwerden gehabt, das hat ja auch kein Mensch festgestellt. Also diese Beschwerden, von denen du gerade erzählt hast, meinst du, dass die im Zusammenhang damit stehen? Darmbeschwerden absolut, auch? Ja. Absolut, ja. Warst du danach bei einem Arzt und hast dem das erzählt? Nein. Ich habe also die Nacht noch in meiner Verzweiflung einen Krankenpfleger angerufen, mhm. den ich also gut kenne. War meine erste Reaktion. Ja. Und der sagte, herzlichen Glückwunsch. Ich sage, wozu? Ja, dass du noch lebst. Mhm. Da hätte also dermaßen schlimm enden können, mhm. dass du hättest wirklich sterben können in dieser Geschichte. Ja. Aber warum gehst du denn nicht zum Frauenarzt mal? Oder bist danach nicht zum Frauenarzt gegangen? Ja, habe ich ja nicht drüber nachgedacht, dass es... Nee, danach, nachdem du das entdeckt hast, da wäre ich doch panisch an deiner Stelle zum Frauenarzt gegangen und hätte dem das alles erzählt. Und nee, ich habe erstmal meinen Kumpel angerufen und habe ihm erzählt und der sagte dann so und so. Der hat mir auch also ganz fürchterlich zugeraten. Sagte also auf jeden Fall zum Frauenarzt, mhm. ob nicht noch irgendwo ja, irgendwas sein könnte. Es kann ja noch irgendwas drin hängen irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber du gehst nicht. Doch, habe ich also schon geplant. Also man wie lange liegt denn jetzt die Entdeckung dieses Zipfelchens zurück? Übermorgen genau 3 Wochen. Ach so, noch gar nicht so lange. Geht es dir denn jetzt? Ich habe auch, also genau seit dieser Zeit, ich konnte also nichts mehr essen. Ich habe also wirklich 3-4 Bissen und dann wurde mir schlecht. Geht es dir denn jetzt seit 3 Wochen besser körperlich? Das ist das Schlimme daran. Ich habe also meine beste Freundin, die weiß das also. Und ich habe zu ihr gesagt, wo ich dieses Fusselchen da entdeckt habe. Hm. Ich sage, ich garantiere dir eins, wenn es mir jetzt 14 Tage besser gibt, sage ich rahme dieses Ding ein. Und jetzt sind also wirklich schon Freitag 3 Wochen. Ich kann wieder normal essen. Ach. Und mir geht im Ganzen wirklich wesentlich besser vom ganzen Gemütszustand und. Das also ist ja ganz wunderbar. Also das würde mich jetzt medizinisch sehr interessieren, wie dieses Stückchen Plastik, es ist ja nun Kunststoff, ja. Solche Auswirkungen auf den Körper hat, ohne dass die Stelle, wo es sich verklemmt hatte, entzündet ist oder wehtut. Ja, meine Freundin, also die ist so ein bisschen medizinisch bewandert. Ja. Die hatte also schon gesagt, dass es wohl schon mal gerutscht sein kann, also mal höher in die Gebärmutter rein und mal wieder tiefer und überhaupt und deshalb wahrscheinlich auch diese ganzen Auswüchse. Ich hatte ja ein 12-Fingerdarm-Geschwür gehabt und zwischendurch auch im Darmgeschwür gehabt, dass der Körper also versucht hat, irgendetwas abzustoßen, und aber es war ja nichts da in dem Moment. Wie war das denn bei deinen Tagen dann? Ja, die waren auch ein bisschen sonderlich. Normalerweise 4-5 Tage ganz normal, aber in der Zeit, also in den 2 Jahren, habe ich mal 2 Tage fast gar nicht geblutet und dann war es auch wieder vorbei. Und habe ich schon gedacht, bist du schwanger? Das kann doch gar nicht sein. Sag mal, wenn das Ding jetzt 2 Jahre da drin war, wie groß ist das ungefähr, das Fätzchen? Geschätzt 2 mal 4 Zentimeter. Ja. Ungefähr, Pi mal Daumen. Wie sieht das nach 2 Jahren aus? Lustig. Also ziemlich porös. Also nicht einmal so, ich weiß nicht mehr. Also mein Einreiß ist nicht mehr wie Gummi, ne? Nicht mehr weich und nichts mehr. Das ist ziemlich gekrummelt und überhaupt eingeschnitten habe ich. Ich habe also dann eben experimentiert hier mit diesem Teil. Ich habe da rumgeschnitten und so. Mhm. Also, riecht das auch sehr extrem nach 2 Jahren? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht, null. Mhm. Ich habe mich auch erst geschämt, meine Freundin dazu zeigen und so. Und habe ich es einfach in die Hand gedrückt und gesagt, gucke dir an. Und sie hat dann auch geguckt und so. Und aber du bist ja doch auch ein bisschen seltsam drauf, Petra, dass du so eine Angst hast oder irgendwie doch so eine Distanz hast zu Frauenärzten.
Ja, ja, ja. Ne? Warum? Oder wer, warum? Weiß ich so nicht. Keine Ahnung. Naja, aber also ich wollte die Pille gerne haben und bin dann zum Arzt gegangen, habe ich untersuchen lassen, dann hatte ich die Pille, dann habe ich die über Jahre auch genommen. Ja, aber dass du eben, wie gesagt, nach diesem Vorfall und nach der Entdeckung dieses Vorfalls, dass du da nicht zum Frauenarzt gegangen bist. Also ich würde dir wirklich... Naja, ist jetzt gerade mal 3 Wochen her. Na gut, aber 3 Wochen. Also ich würde dir wirklich jetzt, ich habe medizinisch null Ahnung, ich muss dir unterbrechen, ich habe ja auch erst gedacht, es hängt nicht mit zusammen. Es ist von mir aus der reine Wahn. Kann ja auch irgendwas anderes gewesen sein, wie auch immer. Aber mittlerweile denke ich also schon, muss damit zusammen. Kann ja sein, aber es wäre ja interessant, sich das mal von einem Arzt erklären zu lassen. Ja, also, ich habe es auch verwahrt. Also ich werde dem Arzt auch mitnehmen, werde ihm auch zeigen und sagen, hier, wenn, dann. Also mein mehr oder weniger gesunder Menschenverstand sagt mir dringend, dir zu raten, geh so schnell wie möglich zu einem Arzt, zu einem Frauenarzt. Nee, jetzt geht es mir doch gut. Du weißt ja gar nicht, was da vielleicht noch irgendwie ist. Oder lass dich doch mal richtig gründlich untersuchen, Mensch. Geh zu einer Frauenärztin, wenn es dir unangenehm ist, bei einem Arzt. Ja, wie gesagt, jetzt geht mir richtig gut. Ich habe auch vor, also der Alex hat mir also ganz klar gesagt, auch wenn es dir jetzt ein bisschen... Ja, es ist jetzt, wenn du mit 18 das letzte Mal da warst, ist es sowieso an der Zeit, mal wieder hinzugehen. Punkt aus, du gehst jetzt zum Frauenarzt. Ich will jetzt keine Wiederreden. Mann, das hätte ja wirklich übel enden können, das Ganze. Ja, und ja. Wie gesagt, die Gefahr ist ja vielleicht noch gar nicht ganz gebannt. Vielleicht ist hat so, der Alex auch gesagt, so, ganz so, vielleicht ist so ein, kann er noch so ein Futzel irgendwo. Ja, so ein ganz kleines. Es geht ja schon ein bisschen besser, aber so ein ganz kleines ist da vielleicht auch noch drin. Und vielleicht löst sich das auf und es geht ins Blut und es können schreckliche Dinge passieren. Bitte geh zum Frauenarzt. Ja? Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, ich bitte sehr darum. Alles Gute und gute Besserung. Ja, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss. Radio 1 Live ist hier mit der Telefon-Talkshow Domian, Telefonnummer 0800 5678 111 und ich bin jetzt verbunden mit Sandra und die ist 20. Hallo. Hallo Sandra. Guten Morgen erstmal. Ja, schon guten Morgen. Mein Thema ist der Satanistenprozess in Witten. Oh ja, großes Thema, ne? Ja. Großes Thema und man ist entsetzt, wenn man das alles liest und im Fernsehen sieht, die Bilder. Und ich war auch jetzt 2-mal beim Prozess live dabei. Du warst dabei? Ja. Erzähl. Ich muss sagen, das erste Mal hat es mich zum ersten Mal so interessiert, weil ich in Witten gewohnt habe zu der Zeit. Ja. Auch nur 5 Minuten von den beiden entfernt, wo das passiert ist in der Wohnung. Und deshalb habe ich halt ein persönliches Interesse daran gehabt, diesen Prozess auch zu verfolgen. Aber du kommst nicht irgendwie auch so aus dieser Szene oder der Ecke? Nein, oh Gott, das überhaupt nicht. Du bist ein ganz normales junges Mädel. Genau, ja. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann guckst du dir einfach mal an. Du willst einmal in die Augen schauen von diesen kranken Menschen, um einmal vielleicht zu verstehen, auch warum sie das getan haben. Ja, dann war ich letzte Woche Mittwoch das erste Mal da. Ja. Da waren dann halt Freunde von ihm, von ihr, die ausgesagt haben. Ja. Ihr Ex-Freund und eine gute Freundin von ihr. Und halt die ganzen Gutachten. Ja. Und dann war ich heute nochmal. Und heute war halt den Obduktionsbericht. Ja. Und auch von ihm, der Arbeitskollege und Bekannter und der ehemalige Chef von ihm. Wie haben die sich heute aufgeführt, die beiden? Wie immer. Wie immer. Ist das wirklich wahr, dass die mit diesem Gruß da reinkommen und sich sehr arrogant und überheblich benehmen? Ja, also die kommen da rein, heben die Hand zum Satansgruß. Ich meine, diesmal hat er natürlich wenigstens nicht geschrien. Letztes Mal hat er angefangen zu schreien, mein Volk. In einem ziemlich, fand ich, rechtsradikal, es hört sich ziemlich rechtsradikal an, so wie er es rübergebracht hat. War sie wieder mit Sonnenbrille da? Ja, wie immer. Also es ist halt immer das Gleiche, die ziehen halt konsequent ihre Show ab. Sind sie auch stark geschminkt und so aufgedonnert? Ja. Weißt du, ich verstehe gar nicht, dass die Behörden das erlauben. Ich würde dir nicht erlauben, in der Sonnenbrille aufzutreten, ich würde dir nicht erlauben, sich zu schminken, die soll ganz normal da reinkommen, beide, finde ich. Finde ich auch. Also ich finde es unglaublich, dass sie denen auch das erlauben, so satanistische Zeichen auch dazu zu geben. Finde ich auch, ja. Da sollen sie mit Handschellen reinkommen, damit sie gar nicht diese Zeichen machen dürfen. Das ist was für eine Verhöhnung des Opfers und wie schlimm das für die Angehörigen sein muss. Jürgen, jetzt ganz ernsthaft, wenn du oben in dem Gericht in der Cafeteria sitzt, da siehst du den Hof und da siehst du auch, wie die reinkommen. Ja? Ohne Handfesseln, ohne Fußfesseln, alles. Verstehe ich nicht, ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch. Also ich... Wie ist denn dann so die Stimmung da an dem Gerichtssaal? Sind die Leute nicht alle entsetzt, wenn die sich da so aufführen? Ziemlich. Also die sind
ziemlich entsetzt alle. Vor allen Dingen heute dieser Obduktionsbericht, also der war vom Allerfeinsten. Mhm. Die haben das dann halt noch genau beschrieben, so wie der, wo die ganzen Messerstiche waren und wie der wohl ausgesehen hat. Wo waren denn die Messerstiche überall? Halt im ganzen Körper verteilt. Wie viel genau? Es müssen 66 gewesen sein insgesamt, aber 9 waren halt direkt im Herzen. Mhm. Und am Oberkörper haben sie dem wohl ein ganz tiefes Pentagramm eingegritzt, nachdem das passiert ist. Und in der, ich weiß nicht, ob das in der linken oder in der rechten Seite war, wo ein Skalpell bis zum Anschlag noch drin. Und ja, halt, das haben die halt nochmal alles vorgelesen und. Äußern, haben die sich heute zur Tat geäußert? Nein. Haben die sich schon überhaupt schon mal zur Tat geäußert? Da war ich nicht da. Sie muss wohl was gesagt haben. Mhm. Er nicht. Er hält sich da wohl aus allem so ziemlich raus. Mhm. Nur halt sie, ne? Sie sagt dann halt, sie hat dann halt das dazu gesagt, dass sie es halt gewesen sind. Und dass sie was? Dass sie es halt gewesen sind und dass Satan ihnen halt den Auftrag dazu gegeben haben. Also sie steht dazu? Ja. Wie führen sich, ich muss das mal so sagen, wie führen sich die Verteidiger auf? Wie kann man solche Leute verteidigen? Verstehe ich selber nicht. Also, wenn ich ein Rechtsanwalt wäre, ich hätte mich geweigert, die beiden zu vertreten. Ja, so geht's mir auch. Das denke ich oft bei solchen schlimmen Fällen. Wie kann man als Rechtsanwalt, würde ich moralisch vor mir nicht vertreten können? Also, ich könnte es moralisch auch nicht, weil ich denke mir mal, solche Menschen, die haben, ist ein Staat, wo man sagt, jeder hat ein Recht auf Verteidigung, aber ich denke, die beiden nicht. Ja, wie argumentieren die? Was sagen die? Im Moment ist es halt so, wenn die Zeugen halt da sind, werden den Zeugen ein paar Fragen gestellt und das war's dann. Mhm. Interessant wird es jetzt am Montag, weil da wohl die Schlussplädoyers sind von den Anwälten vom Staatsanwalt. Mhm. Da werde ich wohl nochmal hinfahren und am Donnerstag ist das Urteil. Und da werde ich dann auch da sein. Kann man da ganz einfach reingehen? Gibt es da nicht einen riesen Andrang von Leuten, die da zugucken wollen? Also man muss ziemlich früh da sein. Mhm. Halb 7 sollte man da sein, wenn um 8 Uhr die Karten ausgegeben werden, damit man überhaupt noch eine kriegt. Woher kommt denn bei dir so dieses extreme Interesse, dass du dich dann extra sogar früh aufstehst und dich da anstellst und so? Ja, das ist einfach, weil halt allgemein dieses Interesse an diesem Fall so da war. Mhm. Weil es halt 5 Minuten von mir zu Hause entfernt ist. Und weil ich auch denke, gerade, man weiß auch nie, was in den Medien dargestellt wird, was vielleicht gar nicht so ist. Aber es ist so richtig dargestellt, wie es dargestellt wird. Ja. Auf jeden Fall. Was machst du denn eigentlich vom Beruf, dass du die Zeit hast, überhaupt da zu sein? Ich bin Aushilfe in der Gastronomie. Ja? Achso, da hast du frei dann in den Tagen. Was für einen Eindruck macht auf dich der Richter? Also ich finde, der lässt ziemlich viel durchgehen. Ich wäre da nicht so tolerant manchmal. Wie alt ist der ungefähr? Der ist schlecht zu schätzen, der ist etwas älter wohl auch schon. Also du findest, dass er zu lasch ist? Teilweise ja. Und was hast du für einen Eindruck von dem Staatsanwalt? Das ist immer so schlecht zu sagen, ne? Die setzen dann halt, die sagen auch nicht viel teilweise. Teilweise redet echt nur der Richter mit den Zeugen und stellt dann halt die Fragen. Manchmal stellt dann der Staatsanwalt dann auch die Fragen, aber ansonsten. Nur ist ja viel geschrieben worden auch darüber, wie die beiden früher drauf waren und wie sich so diese Persönlichkeitsentwicklung vollzogen hat. Kannst du so etwas verstehen, dass Menschen so werden? Nein. Also ich denke mal, wenn die wirklich so lieb und nett gewesen wären, dann wäre denen das nie passiert. Also ich denke, so um 360 Grad kann man sich nicht drehen, um so zu werden, wie sie jetzt sind. Ist die Strategie der Verteidiger auch diese, dass man das irgendwie versucht zu erklären, um es dadurch zu relativieren und auch harmloser erscheinen zu lassen? Also ich schätze ich mal. Also ich denke auch, dass das vielleicht von der Verteidigung dann wirklich nur so ein so eine Strategie ist. Ich muss dir sagen, mir ist das völlig egal, warum die so geworden sind. Für mich ist entscheidend, was die getan haben und dafür gehören die bestraft. Das ist eine sehr harte Einstellung, aber mittlerweile bin ich so drauf. Also ich denke mal, dass sie zumindest in die Psychiatrie sollten und anschließend in Sicherheitsverwahrung. Aber für immer? Ja. Aber für immer. Und nicht nach psychologischem Gutachten dann irgendwann nach 5, 6 Jahren guter Führung so wieder raus. Also wenn man sich das anguckt, die haben auch heute diese Todesliste vorgelesen.
Was ist das? Die Todesliste ist, das stand wohl an der Wand in deren Wohnung, eine Liste von den Leuten, die wohl noch sterben sollten. Mhm. Und da standen dann halt die ganzen Namen drauf und zwei von denen waren heute auch, glaube ich, im Gerichtssaal und haben ausgesagt. Mhm. Und wenn man sich dann auch noch in der Zeitung liest, dass da stand, dass sie noch jemand anders angerufen haben und gefragt haben, ob die Party machen möchten, hätten die nicht abgesagt, wären die wahrscheinlich diejenigen gewesen, die getötet worden wären. Soweit ich informiert bin, waren die Eltern des Opfers nur einmal da, ne? Ja. Ja. Hast du die genau sehen können? An dem Tag war ich nicht da. Ach so. Mhm. An dem Tag, Ich stelle es mir unerträglich vor für diese Eltern, das zu sehen. Und ich finde es so grauenvoll, dass die mit anhören mussten, wie ihr Sohn getötet worden. Mhm. In allen Details, ne? Mhm. Wenn die da diese Gutachten vorlesen, da steht da wirklich Detail für Detail. Und also ich finde es echt grauenvoll für die Eltern. Mhm. Was, also die für dich gerechte Strafe wäre wirklich eine Sicherheitsverwahrung für immer. Ja, für mich wäre eine gerechte Strafe, wenn es Todesstrafe gäbe in Deutschland manchmal. Ja. In manchen Fällen. Mhm. Gut, das kann man jetzt auch wieder diskutieren. Das kann man diskutieren und da bin ich nicht für. Ich bin für eine sehr harte Bestrafung, aber ich finde es eigentlich schon eine hohe Entwicklung unserer Zivilisation und auch unseres Rechtsstaates, dass wir das nicht mehr haben. Wenn man sich allein vorstellt, wie viele Menschen zu Unrecht in den Vereinigten Staaten, was man im Nachhinein nachweisen kann, hingerichtet wurden. Das ist schon Grund genug zu sagen, nein, machen wir nicht. Aber dennoch harte Strafen. Ne? Auf jeden Fall. Also die Strafe, die sollte wirklich so extrem werden, dass die nicht mehr da raus können. Dass die wirklich so bestraft werden. Und heute haben sie auch in der Presse beziehungsweise im Fernsehen gesagt, dass er wohl in der Untersuchungshaft ziemlich hart drangenommen wird, dass sie den wohl nachts immer wach machen und also Licht anmachen und gegen die Zellentür treten und so eine Dinger. Und dass er auch kurz davor ist, da durchzudrehen. Ich glaube, dass der das auch nicht einfach hat im Kreis seiner Mithäftlinge. Nein, glaube ich auch. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass der in der Hierarchie des Knastes sehr weit unten angesiedelt sein wird. Oder die beiden überhaupt, wenn die dann inhaftiert werden. Ja, also ich denke auch. Also, ich fand es interessant, mit dir zu reden, Sandra. Ja. Und du gehst wieder hin. Vielleicht können wir auch nochmal miteinander reden. Es ist ja interessant, wenn man jemanden direkt vor Ort hat, der einem darüber erzählt. Vielleicht setzen wir uns mit dir nochmal in Verbindung und dann können wir nochmal sprechen. Ja, also Donnerstag hat, wie gesagt, das Urteil, ne, am 31. Genau. Ja. Und dann gucken wir mal, ne? Wir haben ja deine Telefonnummer. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Gut, tschüss. Sigi. Sigi, 66 Jahre. Ja, richtig. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sigi. Es ist erstaunlich, dass ich dich mal erreichen kann. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist. Ich habe deine Sendung des Öfteren erfolgt, wenn ich in Deutschland bin. Ah, das heißt, du lebst eigentlich gar nicht in Deutschland. Nein, ich lebe nicht in Deutschland. Sondern? Ich lebe in Thailand. In Thailand. Da gibt es keinen WDR. Da gibt es leider Gottes keinen WDR. Aber du bist jetzt im Moment hier. Ich bin im Moment hier noch bis Mittwoch und dann bin ich wieder weg. Mhm. Darf ich fragen, was du in Thailand machst? Ich bin Rentner jetzt. Ich habe früher mal dort gearbeitet. Ja. Und ich darf dir sagen, für die gleiche Firma, für die du aber auch arbeitest. Du bist auch Journalist gewesen, oder was? Nein. Aber hast du Medienberater? Ich bin Jurist gewesen. Du bist Jurist gewesen, ah ja. Aber ich habe trotzdem für die Firma gearbeitet. Für den Westdeutschen Rundfunk? Bitte? Für den Westdeutschen Rundfunk? Ja. Ach, das ist ja lustig. Hallo Kollege. Ja. So, du lässt es dir jetzt in Thailand gut gehen, weil es ein schönes Land ist, oder ja, was? Ja, richtig, ja. Bis dann nach der Pensionierung hast du gesagt, ich ziehe. Nein, das hat andere Gründe eigentlich. Ja. Ich fühle mich dort sehr wohl. Ja. Und ich bin, war 15 Jahre verheiratet. Ja. Und unsere Verbindung hat sich quasi gelöst. Und bin also dort auf etwas gestoßen, was dort ganz offen und offiziell ist. Aha. Das sind die sogenannten Transsexuellen. Ja. Und ich habe mich da mal rangewagt, vor längerer Zeit, und habe also die Erfahrung gemacht, dass also, dass mir das sexuell also sehr zusagt. In welchem Alter ist dir das klar geworden? Mit 61, 62. So spät erst? Ja. Vorher so eine latente Ahnung gehabt? Eigentlich nicht, weil ich gar nicht dazu kam, mir irgendwelche andere Gedanken darüber zu machen.
dass mir allerdings der normale Sex einfach zu langweilig war. Mhm. Wie war denn die erste Begegnung mit dieser dann für dich auch noch fremden sexuellen Welt? Die war also eigentlich ganz einfach, weil das dort ganz offen geschieht. Mhm. Sondern die Leute kommen auf dich zu, mhm, und sprechen dich an. Aber da warst du allein in Thailand. Da war ich allein. Das war ein normaler Ferienaufenthalt, oder was? Nein. Ich habe also dort gearbeitet. Ach so, das war auch noch. Also für eine andere Firma. Mhm, ja. Ich war also freiberuflich tätig, ja, für die, ja, Firma, also von der wir gerade gesprochen haben. Mhm. Und habe also dort eben diese Menschen kennengelernt. Mhm. Und bist von einem transsexuellen Menschen angesprochen worden? Nicht von einem. Von mehreren? Von mehreren. Und dann kam es auch zu der ersten sexuellen Begegnung mit einem Transsexuellen. Richtig, genau. Erzähl mal davon. Ja, wie soll ich dir das sagen? Ich fand das also unheimlich zärtlich, unheimlich erregend, mhm, sehr vorsichtig und für mich also völlig neu. Mhm. Und sicherlich wirst du verstehen, dass man also mit 62 oder 61 also sexuell nicht so schnell erregt wird, mhm, als wenn man noch 35 wäre. Mhm. Und da war ich es aber. Mhm. Und da bin ich es auch heute noch. War diese, wir können erstmal bei der ersten sexuellen Begegnung bleiben. Ja. Wie alt war dieser transsexuelle Mensch? Ungefähr 28, 29. Also sehr viel jünger als du. Ja, sicher. Wie kann man ihn sich körperlich vorstellen? Da gibt es ja viele das Möglichkeiten. Kann man sich so vorstellen, sehr schlank, mhm, ungefähr gleiche Größe wie ich, mit 1,74, vielleicht 1,70. Ja. Eine wunderbare körperliche Figur. Eine weibliche Figur? Eine weibliche Figur, mhm, einen ganz knackigen Po. Ja. Hatte die Person auch ein weibliches Geschlechtsteil? Nein. Ein männliches Geschlechtsteil? Ein männliches Geschlechtsteil. Mhm. Da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Mhm. Die habe ich auch kennengelernt. Mhm. Aber die sich also versuchen, sich selbst umzumodeln. Ja, das heißt, die mal haben Busen, schöne Busen, ja, in der richtig, und sehen, ja, sehr feminin aus, richtig, sind aber, salopp gesagt, untenrum noch ein Mann oder ein Mann. Richtig, genau so. Mhm. Ja, genau so. Und das ist das, was dich auch so sehr inspiriert oder anmacht. Ja, das hat mich sagen wir mal, die Figur vielleicht sekundär, mhm, aber das Gefühl, mhm, dieses Einfühlsame, mhm, das Verstehen zu dieser Sexualität. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass derjenige oder diejenige genau wusste, was ich wollte. Hat derjenige oder diejenige das wirklich so aus einer auch einer Begeisterung an dir und an deinem Körper getan oder musstest du es bezahlen? Nein, ich muss es nicht bezahlen. Du musst es nicht bezahlen? Nein, ich muss es nicht bezahlen. Wie verkehrst du denn dann sexuell mit einer solchen Person? Ja gut, Liebkosung. Ja. Und das erste Mal waren es also eigentlich nur Liebkosung, Streicheln, ja, und so weiter, sodass wir also uns also gegenseitig gestreichelt haben. Mhm. Kommt es auch zum Analverkehr? Ja, das war aber erst nach dem dritten Treffen. Ja. Diese transsexuellen Menschen, sind die fähig zu einer Erektion? Ja. Das schon. Hm. Zum Teil ja, zum Teil nicht. Ja, also mir hat man es erzählt, also Transsexuelle, dass der Penis und die Hoden eigentlich verkümmern oder einschrumpeln aufgrund der Hormonbehandlungen und so weiter. Ja, das geht aber erst im weiteren Stadium. Ach so. Mhm. Das geht also nicht sofort. Man lernt also dort kennen, also wie ich, also meine jetzt hier Bekannte, ich sag jetzt mal Bekannte, mhm, die ist also schon so weit, dass sie also quasi sich operieren lassen möchte. Ist das für dich dann, dass die Person für dich weniger attraktiv wird, wenn der Penis weg ist? Nein, eigentlich nicht. Aber dann ist es ja, dann ist es doch eigentlich so äußerlich eine Frau. Dann könntest du auch mit einer
nicht-transsexuellen Frau zusammen. Ja gut, okay. Aber dazu muss ich sagen, dass ich also bei, ich spreche jetzt mal von deutschen Frauen, dass ich also dort immer das Gefühl habe, Junge, komm mal her, ich liege hier, ich mache die Beine breit und komm mal. Mhm. Und das ist da ganz anders. Das ist da ganz anders. Das heißt, du könntest auch da mit einer normalen jungen thailändischen Frau, kannst du es dir auch vorstellen. Ja. Mhm. Außerdem ist das Verhalten einem Mann gegenüber ein völlig anderes. Mhm. Aber dennoch, so habe ich es verstanden, ist dieses Transsexuelle, dieses ja, dieses Mischwesenhafte, sage ich mal, schon doch auch eine sehr große Faszination für dich sicherlich, ne? Ja, absolut, absolut. Absolut, weil ich also mich mit diesen Leuten also wunderbar unterhalten kann, unbefangen. Mhm. Hast du denn jetzt, habe ich das gerade richtig verstanden, eine feste Beziehung? Ja, seit anderthalb Jahren. Ja. Du lebst mit der Person, mit der Frau oder ja, mit sagen wir der Frau auch zusammen? Ja, richtig. Ja. Mhm. Ja. Wir haben zusammen also eine Wohnung und wir leben also auch zusammen. Und das funktioniert dann auch so auf Dauer und im Alltag? Das funktioniert wunderbar. Ich dachte gerade so erst am Anfang ist man so begeistert vielleicht, aber wenn dann der Alltag... Nein. Das Vorteilhafte dort ist, es stört sich niemand daran. Und man rumpft auch nicht die Nase, etwas älterer Deutscher sich nein, dann das nicht. Nein, absolut nicht, sondern das ist völlig normal. Ich bin also auch etwas korpulent. Und im Gegensatz zu schlanken Leuten lieben also diese, dazu muss ich sagen, also nicht nur die Transsexuellen, auch die thailändische Frauen lieben also Männer, die etwas korpulenter sind. Ja. Und für das Finanzielle spielt keine Rolle bei euch? Nein, das spielt auch. Das heißt, deine Freundin ist finanziell auch, steht eigenständig da? Steht eigenständig, ne, sie hat also einen Beruf. Ja, sie ist also Sekretärin in einer Firma. Das heißt, sie braucht dich finanziell eigentlich nicht? Nein, das braucht sie nicht. Solche Gedanken kommen einem ja hier von der Ferne. Na, ob der nicht ausgenutzt wird, der hat eine gute Rente und so weiter. Nee, habe ich ja nicht. Ach, hast du gar nicht? Nein, habe ich nicht. Ich dachte, als Jurist hat man noch ganz schön Kohle. Ich habe ja nicht, ja, du hast von Rente gesprochen. Naja gut, aber dennoch. Ja. Sag mal, mit 61 Jahren so etwas entdeckt, kommen da manchmal so sentimentale Überlegungen, dass du denkst, mein Gott, hätte ich das doch schon früher gemacht? Was habe ich alles versäumt? Ja, und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich der Meinung bin, dass ich also Jahre verschenkt habe. Also was meine sexuelle Beziehung anbelangt, alle anderen Jahre nicht. Also was beruflich anbelangt, nicht, um Gottes Willen nicht. Sondern ich habe also nie verstanden und ich habe also sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt mit deutschen Frauen und bin also immer wieder darauf gekommen, dass diese deutschen Frauen eigentlich sehr hochnäsig sind und sagen, nur komm mal, du bist ja der Mann, du musst ja kommen. Alle Experimente, die ich mit denen versucht habe, unter anderem also auch Analverkehr, sind also absolut fehlgeschlagen. Hast du natürlich vielleicht auch Pech gehabt, ne? Es gibt auch andere Frauen. Ich weiß, dass es andere Frauen gibt. Hast du denn so den Eindruck, wenn du so die Jahre Revue passieren lässt, dass du eigentlich so richtig hundertprozentig sexuell auch nie befriedigt warst? Richtig, ja. Absolut. Und da warst du nie, du bist ja ein intelligenter, intellektueller Mann, hast du nie drüber nachgedacht, wo liegt es wohl dran? Hast du immer nur gedacht, es liegt an den Frauen? Ich habe immer gedacht, es liegt an mir, weil ich, sagen wir mal, eigentlich ein sehr tatkräftiger Mann bin und immer der Meinung gewesen bin, ich verlange zu viel. Und ich bin also zu anspruchsvoll und vielleicht bin ich also irgendwie schief gewickelt oder so. Ja, aber trotzdem, du hast doch bestimmt auch mal Pornos gesehen früher oder irgendwas, wo solche Bilder von Transsexuellen vielleicht zu sehen waren. Und das musste ich doch da angemacht haben. Das hat mich auch angemacht. Aber da muss doch so ein Funke in dir irgendwie losgegangen sein. Ja gut, aber die Tatsache ist, nun frage ich dich jetzt mal, wo kannst du so etwas in Deutschland loswerden? Ja. So, und jetzt kommt doch die Frage. Ja. Und da ist man auf mich zugekommen. Und ich bin also kein Mensch, der jetzt also
da abgebrüht ist oder irgendetwas, sondern ich bin darauf eingegangen, ganz langsam, ganz schüchtern. Ich habe das also mal mit einer versucht oder mit einem versucht und das war wunderbar, denn auch mit der zweiten, natürlich schön geschützt und alles, bis ich dann eben in diesen Kreis hineingekommen bin. Und das ist also ganz offiziell, wir treffen uns dort sitzen also Männer, dort sitzen Frauen, also ich sprich jetzt Transsexuelle, und wir unterhalten uns wunderbar und da stößt sich kein Mensch dran. Also eine ganz andere Welt. Eine ganz, ganz andere Welt. Sag mal, man kann also auch dort ganz, ganz offiziell auf der Straße gehen, da dreht sich kein Mensch um. Sag mal, noch eine Frage zur Sexualität. Ja. Das war doch sicher für dich dann auch ein ganz, ganz seltsames Gefühl und befremdliches Gefühl, wenn auch vielleicht für's sehr faszinierendes Gefühl, dann im Alter von 61 Jahren einen anderen erigierten Penis in die Hand zu nehmen. Das war eigentlich das Schönste, was ich eigentlich erlebt habe. Hat's vorher keinerlei Erfahrung mit Männern, irgendwas, gar nichts gemacht? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt. Also eigentlich kann man ja sagen, es ist irgendwie schade, dass er es erst mit 61 entdeckt hat, aber andererseits kann man sagen, Gott sei Dank, er hat es entdeckt und genießt jetzt ganz tolle Sachen. Ja gut, okay, das ist natürlich auch bei mir eine Frage der Männlichkeit, wie man so schön sagt, ja. Ja. Und mit 66 Jahren ist das gar nicht mehr so einfach, aber das ist eben dieses Fantastische. Ich könnte also heute nicht sagen, also wenn mich eine Frau aufnimmt, gehst du mal mit mir hoch zum Kaffee trinken oder ich will dir meine Briefmarkensammlung zeigen, ich könnte dir nicht sagen, dass ich dann fähig wäre, mit dieser Frau irgendwelchen Sex auszuüben. Bist du ein glücklicher Mensch? Halb. Glücklicher aber als vorher? Das sagt man in Thailand, Hase Pase, 50-50. Aber glücklicher als früher? Wesentlich glücklicher. Ja, das ist doch ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Also ich spreche jetzt mal vom Gefühl her. Ja. Ich spreche vom Gefühl her. Sigi, ich könnte mich eine Stunde noch mit dir unterhalten. Wir haben uns schon sehr lange unterhalten, im Rahmen dieser Sendung, was so möglich ist. Ja. Ich freue mich sehr, dass du durchgekommen bist. Ja, ich habe versucht, also vor 3 Monaten dich mal zu erreichen, aber das war also nicht möglich. Ja. Weil ich wollte das mal loswerden und dir vielleicht auch mal sagen, dass man auch noch mit 61, 62 Jahren auf gut Deutsch gesagt die richtigen Gefühle entdecken kann. Absolut. Und es ist wirklich eine tolle Geschichte, die du erzählt hast. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du noch viele, viele tolle Jahre und tolle Erlebnisse haben wirst in Thailand. Toi, toi, toi. Und guck mal wieder WDR-Fernsehen, wenn du in Europa oder in Germany bist. Ja, ich kann nur die deutsche Welle sehen. Achso, ja, da sind wir leider nicht eingespeist. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich habe dich schon oft im Fernsehen gesehen und ich bin also auch oft nachts bis 2 Uhr wach geblieben, um dich zu, weil das also wirklich eine sehr interessante Sendung ist. Und also, weil ich auch deine Art mag. Mich hat es sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, okay. Und wünsche dir alles Gute von Herzen, Sigi. Ich werde mich mal in 3 oder 4 Monaten wieder melden. Gerne, sehr gerne, mach das. Okay. Auf Wiederhören. Schönen Dank, Julian. Tschüss. 1.43 Uhr und 7 Sekunden. Eine kleine Pause. Nur 44 und 24 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was,
könnt ihr gerne anrufen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Nadine und Nadine ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Nadine. Weswegen rufst du an? Und zwar Liebe zu einem älteren Mann. Du liebst einen älteren Mann? Ja. Wie alt ist er? 38. Das ist eine Stange älter, ne? Ja. Seit wann kennst du ihn schon? Na, kennt ihr schon seit 15, 16 Monaten ungefähr. Und seit wann läuft auch schon was zwischen euch? Seit knapp 15 Monaten. Seit 15 Monaten. Da warst du dann noch viel jünger. Ja. Wo hast du den kennengelernt? Durch meinen Ex-Freund. In welchem Rahmen? Irgendwo in der Kneipe, oder? Nee, mein Ex-Freund, der ist 22 gewesen zu dem Zeitpunkt. Den habe ich bei meinem Cousin kennengelernt. Mhm. Ja, und dann habe ich halt dadurch meinen jetzigen Freund kennengelernt. Und ging das von ihm mehr aus, oder hast du angefangen mit ihm zu flirten? Ja, eher gesagt ich. Eher gesagt du. Ja. Da war das mal mit dem anderen, mit dem 22-Jährigen schon zu Ende? Ja, mit dem 22-Jährigen war ich ein halbes Jahr ungefähr zusammen. Und als du den jetzigen kennengelernt hast, war das aber schon vorbei? War bei meinem anderen schon vorbei so. Das war vorbei. Hatte ich nur noch Augen für den. Mhm. Ist er solo oder ist er verheiratet? Hat er Familie? Nee, der ist bisexuell und hatte vorher noch keine Freundin gehabt so. Ach, du bist das erste Mädel, was er hat? Ja. Mhm. Wohnt er in deiner Umgebung, in deiner Stadt? Wir haben zusammen in der Stadt gewohnt. Mhm. Nur ich bin halt vor 9 Monaten, musste ich halt von zu Hause ausziehen. Mhm. Dann musste ich 100 Kilometer weiter wegziehen. Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt auch ungefähr 100 Kilometer getrennt voneinander. Ja. Ganz kurz, das gehört vielleicht nicht zum Thema, warum musstest du ausziehen von zu Hause? Darüber haben wir schon mal telefoniert. Da hatte ich letztes Jahr mit dir drüber telefoniert. Ich bin ja 4,5 Jahre lang von meinem Stiefvater vergewaltigt worden. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass ich angerufen habe, weil ich ganz lecker wollte. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich. Und du wohnst jetzt in einer Gruppe, in einer Wohngruppe? Ja, ich wohne im Jugendheim. Im Jugendheim, mhm. Ja. Mhm. Wer weiß denn von dieser Beziehung? Ja, meine Eltern haben es rausgekriegt, nach einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Ja, mein Ex-Freund weiß es jetzt halt auch leider Gottes. Was sagen die Eltern dazu? Meine Eltern haben gesagt, die können dagegen nichts machen. Die kennen meinen Freund halt. Mhm. Wir haben ein halbes Jahr heimlich zusammen, waren wir heimlich zusammen. Und da haben meine Eltern gesagt, ja, was sollen wir jetzt großartig machen? Wenn wir es hier verbieten, machst du es heimlich weiter. Die kennen deinen Freund persönlich? Ja. Und was halten die von ihm? Ja, die finden ihn korrekt so, also schon Vertrauen zu dem. Ja. Und dein Ex-Freund, der denkt das anders, sieht das anders? Ja. Mhm. Hat er sich irgendwie schlecht geäußert über den Nachfolger? Ja, leider ja. Er hat eine eigene Homepage und versucht, mich und meinen Freund da fertig zu machen. Mhm. Sieht man halt im Bekanntenkreis auf seiner Seite, mhm. Also, weil mein jetziger Freund ja der schlimme Bube ist. Ein was ist? Ein schlimmer Bube halt. Mhm. Also er macht richtig Stimmung gegen dich und gegen euch. Ja. Wissen deine Betreuer davon, mit denen du es zu tun hast in dem Jugendheim? Ja, die haben es jetzt, habe ich denen das gesagt, da ich jetzt 16 bin. Mhm. Und die mir so eigentlich jetzt nichts mehr sagen dürften. So. Wie haben die darauf reagiert? Ja, also einige haben erst gesagt, ich bin die nur am Verarschen. Was haben die gesagt? Die haben gedacht, ich verarsche die nur. Ja. Aber jetzt sagen sie gar nichts mehr dazu. Mhm. Also haben dich auch nicht versucht, davon abzuhalten? Nein, nein. Mhm. Was für ein Gefühl hast du in dieser Liebe, in dieser Beziehung? Hm. Bist du glücklich oder ist es doch alles sehr schwierig? Und es ist zwar momentan schwierig, aber ich bin trotzdem sehr glücklich. Mhm. Er lebt ganz alleine und hat auch keine Beziehung irgendwie mit einem Mann nebenher laufen? Nein. Da bist du ganz sicher? Sehr sicher. Mhm. Wie oft seht ihr euch jetzt, da ihr 100 Kilometer entfernt voneinander wohnt? Leider Gottes nur 2-mal im Monat. Mhm. Und dann bei wem? Bei ihm? Ja, also er kommt hier hoch, holt mich ab und dann fahren wir zu dem runter oder fahren hier zum Drachenfelsen. Mhm. Aber du besuchst ihn auch bei sich zu Hause? Nee, das darf ich ja nicht. Warum nicht? Ja, weil ich nur 2-mal im Monat mit ihm
ihn sehen darf und einmal die Woche nur mit ihm telefonieren darf. Ach, das ist die Regel von dem Jugendheim, oder wie? Ja. Mhm. Das wurde im Hilfeplangespräch festgelegt. Ja. Wenn ihr euch dann trefft, schlaft ihr dann auch miteinander? Habt ihr Sex miteinander? Ja. Dann irgendwie im Auto oder draußen oder wo auch immer? Ja, bei ihm zu Hause oder im Auto. Also doch bei ihm zu Hause? Ja, bei ihm zu Hause. Wenn ich, wenn er mich hier abholt, fahren wir den meistens zu denen. Ach so, doch. Ja, das hatte ich gerade ja gefragt. Da haben wir uns ein bisschen missverstanden. Mhm. Obwohl du das nicht darfst, aber das machst du dann doch. Ja, weil wir uns an dem Tag dann sehen dürfen. Mhm. Dann fahren wir zu dem runter, nur in der Woche oder dann, wenn wir uns halt nicht sehen dürfen, kann ich nicht runterfahren. Mhm. Weil wenn das dann rauskommt, das wird Theater gehen. Wie sieht denn jetzt so die Zukunft aus? Was sagt er denn dazu? Wie stellt er sich das vor für euch? Ja, also sie hat jetzt besprochen, dass ich im Sommer wieder nach Hause ziehe. Mhm. Also wieder in den Ort ziehe, wo ich herkomme. Mhm. Und jetzt hoffen wir beide halt drauf, dass das klappt. Mhm. Weil deine Eltern dir die Freiheit lassen und die würden sich nicht dagegen wehren. Nee, die würden sich nicht wehren. Mhm. Und du vertraust diesem Mann wirklich vollkommen? Vollkommen. Mhm. Und könntest du dir vorstellen, auch wenn du jetzt noch älter wirst, dass ihr dann irgendwann mal eine richtige Beziehung habt und auch vielleicht zusammen lebt? Ja. Mhm. Aber du hast ja deswegen bei mir angerufen. Warum hast du angerufen? Ja, weil halt die Umwelt damit nicht so ganz klarkommt. Mhm. Auch mein Ex-Freund da im Theater macht und ich einfach nicht mehr weiter weiß so. Weißt du, das ist natürlich auch, es ist schon ein krasser Altersunterschied, 38 und 16. 22 Jahre. Genau. Bei mir kommen dann so zwei Sachen in den Kopf. Das erste ist, dass ich denke, eigentlich ist es egal, wenn man sich aufrichtig liebt, wenn da ein großer Altersunterschied ist. Und du bist ja nun 16 Jahre alt und das ist rechtlich auch kein Problem. Mhm. Auf der anderen Seite, ich hatte neulich auch vor ein paar Tagen hier so einen Fall in der Sendung, bin ich immer sehr skeptisch, ob diese älteren Männer doch diese ganz jungen Mädels nicht ausnutzen. Ja, davon habe ich auch mitgehört. Mhm. Und da gibt es nun üble Geschichten, wo den Mädels dann was vorgemacht wurde und die belogen und betrogen wurden und letztendlich die nur den Männern dienen als sexueller Genuss, weil sie halt so jung sind. Und deswegen fragte ich gerade auch bei dir so intensiv, ob das alles so im grünen Bereich ist bei euch und bei ihm. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Hat das damit zu tun vielleicht auch, dass er eben bisexuell ist oder bisher nur schwul gelebt hat und jetzt quasi, obwohl er schon 38 ist, auch eine ganz neue Erfahrung macht, so wie du sie auch ganz neu machst? Ja, hat auch eine Menge damit zu tun. Mhm. Also ich habe neue Erfahrungen gemacht, er hat neue Erfahrungen jetzt gemacht. Mhm. Mhm. Hat er dir denn so von seinem schwulen Leben früher auch erzählt? Was er so eigentlich macht? Ganz recht am Anfang unserer Beziehung hat er es mir gesagt. Mhm. Und du bist ganz sicher, dass da nichts anderes läuft im Moment mit Männern? Nee, da läuft absolut gar nichts. Mhm. Also Nadine, letztendlich möchte ich dich dann auch nur bekräftigen oder unterstützen, dich da, also dir ein dickes Fell anzuschaffen, wenn die Umwelt dir da so viel Schaden zufügen will oder dir Druck machen möchte, jetzt zum Beispiel deinen Ex-Freund. Wenn deine Eltern schon mal auf deiner Seite stehen und es ist ja auch schön, wenn dieser Freund mit eingebunden wird dann in die Familie, dass der dann auch zu euch nach Hause kommen kann und so weiter. Das ist doch alles ganz wichtig, finde ich. Nee, da war auf Weihnachten war ich zu Hause, da war er auch bei mir. Mhm. Also auch bei deinen Eltern dann? Ja. Ja, das ist doch schon mal gut. Das finde ich sehr gut. Das Meine Eltern haben auch guten Kontakt zu meinem Freund, die treffen sich auch mit denen. Mhm. Mhm. Da habe ich auch keine Sorge irgendwie. Mhm. Dennoch ist so ein Druck da bei dir und ein Unwohlsein im Moment, weil alles so läuft, wie es läuft. Dann würde ich gerne, dass du noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen redest. Hm? Ja? Ansonsten finde ich, also wenn das ehrlich ist und beiden Seiten steht zueinander, bekennt euch zueinander. Ja, das machen wir. Und es werden auch noch andere Zeiten kommen, wenn du ein bisschen älter bist, wo es dann einfacher wird. Wenn du erstmal 18 bist, ist das alles nicht mehr so dramatisch. Das will ich hoffen dann. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Nadine. Du legst auf und der Johannes, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an. Ist okay, danke. Ja? Alles Gute, tschüss. Rudolf, 60 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Rudolf. Warum rufst du an, Rudolf? Ja, ich rufe aus dem Grunde an, Jürgen, wir haben da vor Jahren mal drüber gesprochen, da war mein Bruder verstorben und ich hatte Parkinson, war da sehr schlimm dran.
Ja, das ist aber lange her, ne? Anderthalb Jahre hast du. Ist das jetzt, ja. Seitdem habe ich schon versucht, mit dir zu sprechen. Einmal haben sie mich auch reingenommen, da ist die Sendung aber zu Ende gegangen. Es geht um Folgendes. Ich muss nur sagen, ich bin jetzt mittlerweile schon ein paar Mal im Krankenhaus gewesen. Insgesamt 8 Mal im letzten Jahr. Und das ist ganz schlimm gewesen. Jetzt muss ich jetzt wahrscheinlich den nächsten Pfleger an. Ne? Also das heißt, die Krankheit hat sich so sehr verschlechtert, verschlimmert. Ja, bedeutend schlechter geworden. Ne? Wie schlimm ist es denn? Beschreib doch mal so, wie sich ja, das bemerkt. Das Zittern ist doller geworden. Ich habe Beine, ich kann schlechter laufen wie sonst. Ne? Ja. Ja, und einiges angestrengt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause was mache, die Wohnung sauber mache und so weiter, bin ich meistens nicht so fertig, dann müssen wir erstmal eine halbe Stunde Pause machen. Ne? Mhm. Du lebst ja. aber nach du lebst nach wie vor alleine. Noch alleine, ja. Mhm. Aber hoffentlich nicht mal lange, ne? Also es geht nicht mehr, ne? Und das heißt so, der gesamte Alltag, die Alltagsdinge, die man zu erledigen hat, das fällt dir immer schwerer. Wird immer schwerer. Ich hab ja keinen, ich bin ja alleine. Ne? Mhm. Kannst du denn noch alleine rausgehen? Ja, zurzeit laufe ich noch alleine. Ich habe ja so eine Gehhilfe, so einen Rollator. Mhm. Und ohne den, also ich kann zwar noch ohne den auch noch laufen, ne? Ja. Nur aber nicht weit, ne? Also ein paar Meter und dann ist Feierabend, ne? Ja. Manchmal, ich kipp vorne rüber, ne? Und ist jetzt das schon so eingeleitet, dass du in ein Pflegeheim kommst? Ja, richtig. Ich habe Pflegestufe 1 beantragt und die ist 2 Mal abgelehnt worden. Jetzt war dieses 3. Mal, war die auf dem 3. Bescheid. Mhm. Und höchstwahrscheinlich, wie das aussieht, wird das auch wieder abgelehnt. Und mit der Pflegestufe 0 ist in Bochum nichts zu machen. Mhm. Komme ich nirgends unter. Das heißt also, ich bin gezwungen, außerhalb zu gehen, also nach Flotow, in der Nähe von der Weser. Ist das schlimm für dich, außerhalb zu gehen? Nö, ich habe ja keine Angehörigen hier. Dann ist es eigentlich egal. Ist im Prinzip egal. Wie ist es denn überhaupt so für dich? Ich meine, das ist ja für viele Menschen, auch ältere Leute oder kranke Leute, doch ein gravierender Einschnitt zu sagen, ich gehe jetzt in ein Altenheim oder in ein Pflegeheim. Ist das für dich eine Erleichterung eigentlich oder hast du auch Angst davor? Im Moment ja, also so wie das aussieht, im Moment ist es für mich eine Erleichterung. Wäre es eine Erleichterung, weil ich dann unter Leuten bin und nicht alleine wäre und ärztliche Betreuung hätte. Ne? Mhm. Das heißt, ich brauche nicht immer ständig anrufen. Ne? Mhm. Wäre das so geregelt, dass du dann dein eigenes Zimmer hast in diesem Haus? Ja, wenn ich Glück habe, ein Einzelzimmer. Ich kann sogar meine Premiere-Anlage mitnehmen. Das heißt also, Kabelfernsehen ist auch immer aus. Ne? Ja. Ich kann auch im WDR weitersehen. Ja, ja, das ist gut. Das heißt, dass eigentlich du dich fast darauf freust, dass das so wäre, weil du eine Betreuung hast. Im Moment wäre mir das, also ist mir das wurscht. Also es kann natürlich passieren, dass, sag mal, mitten am Dach weg muss. Ne? Also das heißt, also, dass morgen oder übermorgen vielleicht Bescheid kriegt, dass einer anruft, die haben mir eine Telefonnummer gegeben. Als wir uns vor 1,5 oder 2 Jahren unterhalten haben, da war dein Bruder gestorben. Ich weiß, dass du da sehr, sehr traurig warst, weil ihr, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie ganz 20, 30 oder noch länger Jahre zusammen gelebt habt. Ne? Ja, fast 40 Jahre. 40 Jahre, siehst du, so war es, miteinander gelebt habt. Ja. Hast du denn so einigermaßen diesen Schmerz jetzt im Griff, den Verlustschmerz? Mit dem Verstorbenen? Ja, mittlerweile ja. Das ja. Wow. Aber ich habe nicht gedacht, dass diese scheiß Krankheit da auf Deutsch gesagt, dass das so schnell geht. Ne? Mhm. Ich war letztes Jahr angefangen, bin ich im Februar, nee, da im Juni, wo wir gesprochen haben, kurz davor, danach bin ich erst in mein Krankenhaus gekommen. Mhm. Danach bin ich Ende Februar letztes Jahr da gewesen, im Josef-Hospital, dann bin ich in Bergmannsthal gewesen, danach war ich 2 Mal in Hattingen und zwischendurch 3 Mal in der Usterkrankenhaus, weil ich damals nach linken Seite Schmerzen hatte und der Peter wäre vom Herzen gekommen. Ja. Mit der Feuerwehr. Nimmst du starke Medikamente ein? Ja, ich nehme am Tag ungefähr 16 Tabletten. 16 Tabletten? 16 Stück, also 6 morgens. Boah. Kriegst du da manchmal nicht irgendwie so... Toll, mit dem Magen habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Ja, ich meine auch so... Ich habe Verstopfungen durch die scheiß Medikamente. Verstehe. Und so seelisch ist es dann nicht manchmal, dass du denkst, ich kann nicht mehr, oder? Ich habe manchmal gar keine Lust mehr, richtig. Habe ich auch schon dran gedacht, ne? Aber was, das bringt ja nichts, das Leben geht ja weiter, ne? Es geht weiter. Und vor allen Dingen, es sieht ja jetzt auch ein bisschen hoffnungsvoll und positiv aus, wenn du einen schönen Platz bekommst in einem Pflegeheim. Und da sogar deine eigene Sache mitnehmen kannst, dein eigenes Zimmer hast. Und du hast die Betreuung vor allen Dingen. Ich hab Bekannte, also da kommt schon mal einer vorbei, der war früher mit meinem Bruder zusammen. Ja. Der ist Pastor außer Dienst und der ist in Pension, der wohnt da in der Nähe von Frankfurt. Ja. Der kommt ab und zu schon mal vorbei und besucht mich 1-2 Mal im Jahr. Ja.
Mensch Rudolf, jetzt geht die Sendung gleich zu Ende schon. Ja. Du hörst die Musik im Hintergrund. Aber ich freue mich sehr, dass wir auch nochmal haben miteinander reden können. Ja, ich versuche, ich sage ja, seit anderthalb Jahren versuche ich durchzukommen. Und ich drücke einmal, einmal sogar vom Krankenhaus aus. Ich drücke dir wirklich die Daumen, dass das bald klappt mit dem Heim. Und dass du da ein schönes Zuhause findest und dass es doch noch einigermaßen gut geht. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, dann rufe ich die mal an. Ich bitte dich sehr, dann kannst du mir erzählen, wie es im Heim ist. Ja, okay. Ja? Lieber Rudolf, alles Gute und von Herzen alles Gute. Gut an alle, ne? Jo, mach ich. Tschüss. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da mit einer freien, Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live und dann auch wieder mit der Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.